Ja, ich hatte beim letzten Mal, war meine Situation ungefähr so, ich hatte so ein Git-Repository auf und dann hatte ich irgendwie gestartet gemacht und da waren wir so ein ganz hässlicher langer Fallname und ich hatte einen schönen Vortrag gehalten über Autocomplete und irgendjemand fragte, kannst du nicht aus dem Terminal autocompleten? Wohl wissend vermute ich, dass die Shell all diesen Output der Programme ja nicht sieht und deshalb all die tollen C-Shell Autocomplete History Features mir alle überhaupt nicht helfen würden. Ja, und dann saß ich letztens bei diesem Kunden und hatte immer noch dieses riesige Repository und da gibt es lauter solche Dateien, die so oder so ähnlich heißen. Und ich hatte gestartet gemacht und in der Tat war die eine Datei, die modified war, die Datei, die ich auch editieren wollte. Und ich dachte, ach, es wäre doch schön, ich könnte das im Terminal autocompleten. Ich konnte aber nicht aus dem Terminal autocompleten. Und dann war ich sehr genervt und habe mir. Oh, geht es nicht? Nicht? Ich habe mir Terminal Autocomplete gebaut, dachte ich, aber jetzt mag ich es nicht mehr. Es funktioniert tatsächlich. Es kann. Ja. Was kann man daran gut zeigen? Also, erstmal, ja, man kann irgendwie Dinge autocompleten, die im Terminal standen. Und man kann sogar, falls man das irgendwie aufgemacht hat, und dann hatte man diese schreckliche Funktion, deren Namen man auch niemals wieder tippen möchte. Und dann denkt man sich, ah, danach wollte ich eigentlich gerade suchen. Mist, jetzt muss ich das wieder aufmachen, das muss ich dann irgendwie kopieren, das ist alles Mist. Aber eigentlich hat dieses Terminal ja einen Shadow Buffer. Dieses Vim hat ja gerade nicht in den Main Buffer gerendert, sondern diesen Terminal Shadow Buffer. Das wäre ja nicht besser, ich könnte auch aus dem Shadow Buffer completen, weil das ist ja immer der, wo ich gerade. Here we go. Gut, die Klammer ist zu viel, aber. Get the idea. Ja, warum kann das überhaupt funktionieren? Also, die erste Frage ist, wie kommt man an den Terminal-Content dran? Eine Möglichkeit wäre natürlich irgendwie X und OCR, aber das fand ich dann doch zu hacky. Ich hatte es ja ernsthaft überlegt, weil ich war wirklich genervt von diesem Navigieren. Aber, wenn man sehr lang liest, stellt man hier unten fest, dass es ganz am Ende Oh ja. der extern Manual Page eine diesen Link gibt, den ich noch nie vorher in meinem Leben gesehen habe, der aber sehr wichtig ist. Dieser Link enthält nämlich nicht nur die Console-Codes, die in Man-Console-Codes dokumentiert sind, sondern alle Console-Codes, die XM interpretieren kann. Das sind sehr viele. Unter anderem gibt es da einen wunderbaren Console-Code und der heißt. Mache ich das in Ding? Ja, ich habe mir ein Utility gebaut, das heißt GrepTerm. Ich erkläre das gleich noch. Das macht quasi das Eigentliche, was wir gerade alles gesehen haben. Habe ich das gerade kaputt gemacht? Oh, ich habe bestimmt irgendwo ein Set kaputt gemacht, ja. Genau, toll, das habt ihr jetzt gerade selber gefunden. Aber nicht in letzter Zeile, so klug war ich. Genau. Also er nimmt tatsächlich in dem Standardmodus nicht die letzte Zeile, weil da immer das Pattern drin ist, was ich gerade suche und das matcht sich ja üblicherweise selbst. Ja, ihr habt gerade schon das dubiöse Dings hier gesehen, es macht das hier. Also, es hat ein bisschen gebraucht. Es ist relativ kompakt. Ich würde nicht nach Zeilen bezahlt, wenn ich nur zum Spaß arbeite. Was passiert da? Also, relevant ist eigentlich dieser Escape-Code hier. Wechselsche Ecke, Klammer auf, ist Command-Sequence Begin quasi. Fragezeichen 11i. Fragezeichen 11i ist Print the entire Terminal. Das ist, ich nehme an, dafür gedacht, falls man schon vor einigen Jahrzehnten gelebt hat und gerne einfach das auf den Lineprinter jagen möchte. Das nimmt einfach den kompletten Terminal-Inhalt und tut ihn an den Lineprinter. Das ist das Ding, was macht, dass wenn man irgendwie Binaries anguckt, auf einmal der Drucker angeht und man sich wundert, warum man so viel Papier verbraucht. Das kann dann tatsächlich passieren bei korrekt konfigurierten Print-Systemen. Niemand mehr korrekt konfigurierte Print-Systeme hat. Ich habe damit schon ein paar Blätter drauf. Das ist X-Defaults, ja. Was ich getan habe, ist folgendes. Mein Printer-Command ist jetzt dieser hier. Das verhindert erstens, dass ich unnötig viel Papier verbrauche. Und zweitens, ich sollte besser ein großes Terminal aufmachen. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Allerdings ist das mit der Synchronisierung ein bisschen doof, wenn man das so macht. Deshalb ist das auch keine normale Datei, sondern eine FIFO. Ich habe ein MK-FIFO gemacht nach Temp. Genau, das heißt, wenn das X-Term versucht, da reinzurendern, dann muss es erstmal warten, bis jemand auf der anderen Seite auch zuhören mag. Und das ist zum Glück ausreichend asynchron, dass es einfach in demselben Shell-Skript geht, ohne dass man sich darum kümmern muss. Das hat mich etwas gewundert, aber es funktioniert einwandfrei. Genau, dann gibt es noch hier Fragezeichen 47h.
Und L, das ist vermutlich für High und Low von irgendwelchen ursprünglich nicht mal existierenden Bits steht. Das ist der Foreground Buffer, also dieses Low ist wieder der normale Buffer und das High ist quasi der Alternate Buffer, den die meisten Editoren benutzen, um bildschirmfüllenden Content zu rendern, der aber die Shell History und so nicht kaputt macht. Das heißt, nach dieser Escape-Sequenz hier sind wir quasi in diesem Shadow Buffer, den Vim benutzt. Daraus, den printen wir dann vollständig. Dann schalten wir wieder zurück in den normalen Terminal, das printen wir auch vollständig. Das heißt, auch das Scrollback wird übrigens geprintet. Das heißt, ich kann autocompleten aus dem, was ich sehe, aber auch aus dem, was ich eben gerade noch gesehen habe. Genau, dann mache ich entweder den normalen Modus, den ich eben hatte, will ich jetzt quasi einfach rückwärts suchen, bis ich das gefunden habe, wonach ich gesucht habe. Das ist ganz gut, wenn man einfach in der Shell arbeitet. Oder ich habe mir ein Keybind gebaut für STRG R, der dieses hier aufruft mit FZF. Das macht diese interaktive Autocomplete, was man eben gerade mit dem Highlighting gesehen hat. Und da muss man leider noch ein bisschen aufräumen, weil Xterm ist sehr hilfreich und macht einen wunderhübsch formatierten Terminal. Dann ich mache das hier mal ohne Dunkelblau. Okay. Das ist die Standardsequenz, um Farben und Zeug rauszu... Welches? Ja. Das, der macht das halt, der macht irgendwie Fett-Rendering und Nicht-Fett-Rendering und Underscore-Rendering und all dieses Zeug. So, das schmeißen wir erstmal weg. Ich vermute, die meisten haben Zed schon mal gesehen. Also das ist so ein Stream-Editor, der nimmt quasi Standard-In an. Standard-In kommt in diesem Fall von Camp, dem FIFO. Und dann macht er Substitute, Escape, Ecke, Klammer auf. Beliebige Zeichen, die da sind, Minus, Semikolon oder 0 bis 9. Davon mehrere und dann ein M. Das ist so eine Farbänder, Bold, Nicht-Bold, Escape-Sequenz. Das schmeißt er weg. Dann schmeißt er weg Farbe-Reset. Okay, das sollte eigentlich inzwischen erschlagen sein, historisch gewachsen. Dann schmeißt er weg Escape-Raute 5. Das ist irgendwie... jetzt müsste ich es ja nicht wissen, ich habe das noch geguckt. Aber irgendwie auch so ein Printer-Formatting-Dingsy, was irgendwie sagt, hier, hallo Printer, ich mache jetzt eine neue Zeile und mache das dann hübsch. Und er schmeißt Newlines weg. Nee, halt. Carriage Returns weg. Aus Gründen, die ich nicht genau nachvollziehen kann, kommt aus diesem Printer-Dump kein Unix-Zeilenende raus, sondern... Naja, du willst es ja auf den Printer werfen. Der macht natürlich dann natürlich kein Line Feed und kein Carriage Return. Genau, aber das ist für die weitere Handhabung von Unix Streams sehr unpraktisch. Genau. So, dann schmeiße ich alle Leerzeilen raus, weil die sind mir später bei der Autocomplete nur im Weg. So, dann gibt es noch ein großes Problem bei Terminals, nämlich sie haben eine endliche Breite und manche Dateien. Naja, es wäre ja schön, wenn das hier funktioniert, und es funktioniert. Ihr habt gerade gesehen, er hat quasi die komplette Zeile completed. Ja. Damit das funktioniert, muss ich... halt. Das soll zu. Muss ich das wieder reassemblen, weil in dem Printer, damit ist es natürlich zwei Zeilen, das sind ja auch zwei Zeilen im Terminal. Das heißt, dieser Set nimmt jetzt Zeilen, die beliebige Zeichen haben, aber genau so viele, wie meine Terminal breit ist. Und macht dann schlimme Set-Dinge damit, nämlich, falls dieses Pattern gemeshed wurde, nimmt er die nächste Zeile aus dem Standard-Input und in den Pattern-Space, also quasi den aktuellen Substitution-Buffer, löscht dann das Newline und branch dann wieder, nämlich Default-Labels Anfang des Skriptes, macht einfach mit der nächsten Zeile weiter. Und auf diese Weise assembelt er Zeilen aus dem Terminal zusammen. Aber nur, wenn sie genaue Columns-Zeichen lang sind. Genau, nur Zeilen, die genauso breit sind wie das Terminal. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt unsicher, ob das auch mehrfach funktioniert, aber einmal funktioniert das jedenfalls und das erschlägt quasi alle meine Anwendungsfälle und der Rest ist sowieso. Manchmal klappt das aus hässlichen Gründen nicht, weil es manchmal die Datei genauso breit ist wie das Terminal und so. Dann geht es einfach nicht. Aber es gibt auch keine Möglichkeit, das, nachdem es gerendert wurde, wieder auseinander zu fräsen. Also, dann drehe ich es noch um, weil ich, wenn ich grappe, üblicherweise den Kram, den ich gerade im Terminal gesehen habe, zuerst finden möchte und nicht den Kram, den ich am Anfang vom Terminal hatte, den ich eh nicht mehr weiß. Dann ignoriere ich noch die letzten Zeilen, damit ich mich nicht selber finde. Und dann greppe ich das, wonach ich eigentlich greppen will. Und wenn ich es mehrfach gefunden habe, interessiert es mich trotzdem nur einmal. Das ist das, was dieses GT gerade gemacht hat. Oder alternativ passiert genau das Gleiche. Außer, dass ich, also für dieses interaktive Autocomplete ersetze ich halt am Ende noch Word, also Spaces durch Newlines, damit ich die Worte getrennt bekomme. Schmeiße die Leerzeile nochmal weg und dann FZF ist so ein interaktives Selection-Tool, das hier in sich schon umdrehen kann und Multithread glaubt. Also, keine Ahnung, FZF habe ich nicht gebaut. Also das macht natürlich... wie kann man das mal gut sehen?
Genau, da kann man einfach Sterne innen reinwerfen, dann hat man hier so eine Selection und da drin kann man irgendwie suchen, wenn man Enter drückt, kommt die wieder raus. Das kann man sowieso für alle möglichen Skript-Anwendungen gut benutzen. Ja, ansonsten, falls es irgendjemand auch gebrauchen will, es liegt im GitHub jetzt rum, Overflow bin. Es funktioniert tatsächlich für die Navigation in Git-Repos ganz gut, wenn man irgendwie aus Git-Status-File vernünftig completen kann. Ansonsten habe ich es noch nicht so oft gebraucht, weil die meisten anderen Sachen, die in meinem Terminal liegen, kriege ich durch File-Globbing oder so besser raus. Aber tatsächlich, ja, jetzt kann man aus dem Terminal auto-completen. Das heißt, wenn ich das nächste Mal einen Software-Request habe, du musst nur eine richtig interessante Frage stellen. Kannst du dich eigentlich auch? Wir haben da so ein ominöses Cache-Problem bei einer der. Ich glaube, das ist eine ausreichend interessante Frage, aber hier nicht angebracht.